August der Starke. Als Kurfürst von Dresden herrscht er wie ein Sonnenkönig. Er besitzt Schätze wie aus Tausend und einer Nacht. Millionenteure Figuren, mit denen er spielt, der mächtigste Mann der Welt zu sein. Ein geheimes Kabinett, das nur aus Männern meines Vertrauens besteht, wird zukünftig alle politischen Entscheidungen treffen. Mit politischer Raffinesse erringt er fast unumschränkte Macht. Der Mann an der Spitze seines Kabinetts, Graf Fleming, hat ein messerscharfes Profil seiner Persönlichkeit hinterlassen. Welche Machenschaften enthüllen die Akten in den Archiven? Sein Liebesleben sorgt für Gerüchte, die in ganz Europa kursieren. Er hat skandalöse Liebschaften. Mit seinen vielen Mätressen soll der sächsische Sultan 354 Kinder gezeugt haben. Märchenkönig oder Machtpolitiker? Wer war er wirklich? Friedrich August ist ein Kind mit hochfliegenden Plänen. Der Fürstensohn, der gern über die Stränge schlägt, will sein Glück mit dem Degen suchen und in prachtvollen Palästen leben. Doch das alles existiert nur in seiner blühenden Fantasie. Als Zweitgeborener hat er keine Aussicht auf den Thron des Kurfürsten von Sachsen. Der Zufall will es, dass er nach dem Tod seines Bruders an die Macht gelangt. Friedrich August I., genannt der Starke. Ein Herrscher, den die Kraft der Imagination zum grandiosen Regisseur des eigenen Lebens macht. Auf seiner Kavalierstour ist er in die glanzvolle Welt der europäischen Fürstenhöfe eingetaucht. Venedig, Versailles, warum nicht in Dresden, wie Gott in Frankreich leben? August inthronisiert sich als Sonnenkönig. Sachsen ist nur ein kleines deutsches Kurfürstentum. August will es zum Zentrum eines Königreichs wie Frankreich machen, wo sein großes Idol, Ludwig XIV., mit absoluter Macht regiert. Auf dem Weg zur Alleinherrschaft setzt der Kurfürst auf einen mit allen Wassern gewaschenen Politiker. Graf Jakob Heinrich von Fleming zieht diskret die Fäden und wird sein Regierungschef. Ein geheimes Kabinett, das nur aus Männern meines Vertrauens besteht, wird zukünftig alle politischen Entscheidungen treffen. Meine Befehle werden widerspruchslos ausgeführt. Als August in Sachsen ans Ruder kommt, haben die Stände das Sagen. Mit kühner Gelassenheit und mit knallhartem Kalkül setzt der Kurfürst seine Gegner matt. Was waren die entscheidenden Schachzüge, mit denen er im Team mit Fleming, seiner grauen Eminenz, zu fast absoluter Macht gelangte? Die Recherche beginnt im sächsischen Hauptstaatsarchiv in Dresden. Zwei Historiker sind auf der Suche nach Dokumenten, die private wie politische Intrigen des Kurfürsten enthüllen. Ein biografisches Juwel ist ein Porträt aus der Feder des Grafen Fleming. Mit viel Suffisanz hat er August den Starken beschrieben. Die Charakterskizze von Fleming ist eine sehr persönliche Darstellung eines Menschen, der als Beobachter August des Starken neben ihm stand. Und zwar auf einem sehr hohen Stand sozusagen, also fast schon gleich auf mit ihm, einer der bedeutendsten Minister gewesen ist und den einschätzt. Und zwar so, wie man einen Chef charakterisiert, dem man über Jahrzehnte dient, auch durchaus liebevoll, aber auch ein bisschen kritisch anschaut. Fleming schrieb solche Psychogramme, um seine Menschenkenntnis zu schulen, auf die er bei politischen Entscheidungen vertraute. Seine Majestät hat einen Hang,
Nennen wir es ruhig beim Namen zur Phantasterei. Er neigt eben dazu, die schönen Seiten der Geschichte für wahre Geschichte zu halten. Das ist der Grund, weshalb es so viel Romanhaftes gibt in seinem Tun. Kaum im Amt schmiedet der sächsische Parvenu einen kühnen Plan. Sein Augenmerk richtet sich auf Polen. Nach dem Tod des polnischen Königs ist er vom Ehrgeiz besessen, sich die Krone zu kaufen. Die heikle Mission des Königsmachers vertraut er Flemming an. Wenn August den polnischen Thron besteigen will, muss er zum katholischen Glauben übertreten. Ein Unternehmen, das politischen Sprengstoff birgt. Sachsen ist die Hochburg des Protestantismus. Doch August spielt die Sache herunter. Gott regiert im Himmel, Flemming. Auf Erden können wir Fürsten tun, was wir wollen. Die Sache ist hochbrisant, Majestät. Ich halte es für möglich, dass es zu Ausschreitungen kommt. Und dem protestantischen Ausland wird das auch nicht gefallen. Vor allem meiner strenggläubigen Gemahlin wird das nicht gefallen. Sachsen ist das Land Martin Luthers. Und im Dresdner Schloss geht es streng protestantisch zu. August ist mit Christiane Eberhardine von Brandenburg-Bayreuth verheiratet. Die Betsäule Sachsens, wie man sie nennt. Wenn es um die Religion geht, kennt sie kein Pardon. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra. Und sein Weib sah hinter sich und ward zur Salzsäule. Lust und Liebe sucht der Kurfürst woanders. Mätressen gehören zu seinem Image als Sonnenkönig. Doch Dresden ist nicht Versailles und am Hof entstehen die tollsten Gerüchte. Der König unterhält einen Serail der schönsten Frauen seines Landes, kolportiert eine klatschsüchtige Prinzessin. Mit der Geburt des Kurprinzen kommt die sittsame Gattin der Favoritin um Haaresbreite zuvor. Auch die schöne Gespielin ist guter Hoffnung. Man hat so lange gesagt, er bekomme keine Kinder, kommentiert der Hofklatsch. Und dann setzt er auf einmal zwei Söhne daher. Das Liebesleben des Kurfürsten inspirierte die Fantasie seiner Zeitgenossen über alle Maßen. 354 Kinder soll der sächsische Casanova mit seinen Mätressen gezeugt haben. Seine Lendenkraft scheint phänomenal. Seine Ehe mit Christiane Eberhardine ist mit einem strammen Thronfolger gesegnet. Er heißt Friedrich August, wie sein stolzer Vater. Die erste Favoritin, Aurora von Königsmark, schenkt einem Wunderkind das Leben. Moritz von Sachsen, aus ihm wird ein berühmter Feldherr werden. Glaubt man der Legende, so könnte halb Sachsen von August dem Starken abstammen. Wie viele Kinder hatte er wirklich, der sächsische Herkules? Die Thronfolge ist gesichert. Jetzt will August die polnische Königskrone. Der Übertritt zur katholischen Konfession ist für den Kurfürsten nicht mehr als ein Geschäft. Es garantiert ihm die Krone und die Aussicht auf königlichen Glanz. Im Juni 1697 sagt er sich von der Lehre Luthers los und legt in aller Heimlichkeit das katholische Glaubensbekenntnis ab. Unter einer Bedingung. Sollte der polnische Adel sich wider Erwarten für einen anderen Kandidaten entscheiden, wird der Religionswechsel für null und nichtig erklärt. August sagt, man habe die Religion gewechselt. Ich würde es zugeben, wenn ich wüsste, dass er zuvor eine gehabt hätte. August ist in religiösen Fragen sehr tolerant. Nicht aus Überzeugung, sondern aus Gleichgültigkeit. Er hatte noch gar keine Religion, als er zur römischen Kirche übertrat. Er nahm nur eine an.
August, der angeblich durch bloßen Augenschein bestimmen kann, wie viel Karat ein Diamant hat, verpfändet Juwelen bei den Jesuiten. Um Geld für den Kauf der Krone zu beschaffen, veräußert er sogar Landesteile. Der finanzstarke Orden unterstützt ihn mit großen Krediten, um mehr Einfluss in Sachsen zu gewinnen. Fleming reist als Königsmacher nach Warschau, um mit den polnischen Magnaten zu verhandeln. Die schwerreichen Edelleute besetzen alle politischen Schlüsselpositionen und entscheiden über die Wahl des Königs. Fleming sieht nur einen Weg, wie August die Krone erringen kann: Geld. Auf Mikrofilm archivierte Akten geben Auskunft darüber, was August dem Starken sein polnisches Abenteuer wert war. Was heute als Bestechung angesehen wird, war für die Barockherrscher eine politische Selbstverständlichkeit. Jeden einzelnen Posten hat Fleming festgehalten. Das Entscheidende war sicherlich das Umwerben der Wählerstimmen mit Geld. Es sind große Zahlungen, Geldzahlungen geflossen. August hat dafür ganze Ämter verpfänden müssen. Er hat Erbansprüche verkauft für Hunderttausende von Talern. Und das Geld ist an die polnischen Adligen, die den König gewählt haben, geflossen. Geld und Gold waren der Preis für politische Gefolgschaft und Wählerstimmen. Um großzügige Geschenke zu verteilen, reiste August auch selbst nach Polen. Die Summe beläuft sich auf rund 4 Millionen Taler. Enorm viel Geld in einer Zeit, in der Handwerker nicht mehr als 25 Taler im Jahr verdienten. Das Husarenstück gelingt. Der sächsische Glücksritter besteigt 1697 als August II. Den polnischen Thron. Doch er führt nur ein Schattendasein in dem Magnatenreich. In Warschau ist fast nichts von seiner Herrschaft erhalten geblieben. In Dresden aber widmet sich der König mit größter Hingabe der Selbstinszenierung. Um der Welt seine Majestät vor Augen zu führen, schmückt er sich mit einer Schatzkammer wie aus Tausend und einer Nacht. Bernstein, Bergkristall, Gold, alles findet seinen eigenen Raum im grünen Gewölbe, benannt nach den malachitgrünen Säulen im Preziosensaal. Das grüne Gewölbe hier in Dresden ist schon ein zauberhafter Ort. Eigentlich ein magischer Ort, kann man schon sagen, denn hier können Sie eine Zeitreise machen. Hier können Sie in das barocke Europa zurückkehren, an einen Hof voller Ambitionen und voller Visionen. Sie werden hier wieder zurückgeführt in die Gedankenwelt August des Starken. Der Hofstaat zu Delhi am Geburtstag des Großmoguls Aurangzeb. Spielzeug für den König von unermesslichem Wert. Mit Figuren, die er wie ein Kind in seine Hände nahm. Es sind vielleicht die persönlichsten Gegenstände, die es von einem Barockherrscher gibt. Das Meisterwerk des königlichen Juweliers Dinglinger erzählt von einem indischen Märchenkönig, dem die Untertanen kostbare Geschenke darbringen. Eine Fantasiewelt von unumschränkter Macht, wie August sie sich erträumte. Er war nie der mächtigste Mann, der er sein wollte, aber er hatte den Hof dieses mächtigsten Mannes, mit dem er dann auch spielen konnte. Das, was Sie hier sehen, ist schon so etwas wie ein Traumreich, kann man sagen, für August den Starken, in dem er sich zum großen Teil auch selbst wiedergefunden hat und in dem er aber auch das verwirklichte, was er von Majestät, von Größe für sich selbst erwartete. Für seine hochfliegenden Pläne als Kurfürst und König braucht August Geld und uneingeschränkte Macht. Zur Stärkung seiner Finanzkraft beschließt er mit seinem Kabinett die Generalrevision des Steuersystems in Sachsen. Noch regiert August alles andere als absolut. Ausgerechnet die Erhebung der Steuern ist Sache der Stände. Ihre Macht will der Kurfürst brechen. Was schätzen Sie, Holm?
Wie viel geht uns durch die Korruption verloren? Wir haben keine genauen Zahlen. In etwa? Ich gehe davon aus, dass uns etwa 40% an die Stände verloren gehen. Schicken Sie jedem einzelnen Ständevertreter die Steuerprüfer ins Haus. Ich verspreche Ihnen, Majestät, dass Sie einen Skandal von ungeheurem Ausmaß aufdecken werden. Im Hauptstaatsarchiv in Dresden sind detaillierte Berichte der Steuerprüfer erhalten geblieben. Sie offenbaren die Korruption, in die viele Beamte verstrickt waren. Der Vorsitzende der Ständeversammlung hatte 30.000 Taler unterschlagen und gab vor, das Geld für Präsente ausgegeben zu haben. Die Generalrevision, so war der zeitgenössische Begriff, ist in der Tat sowas, was man heute als Steuerfahndung bezeichnen würde. Um nicht zu sagen, eine Razzia der Finanzbehörden, der Finanzkontrolle. Eigenmächtige Gehaltserhöhungen waren ebenso gang und gäbe wie Betrug mit doppelter Buchführung und gefälschten Belegen. Mancher Steuersünder versuchte, sich mit dem Vorwand zu retten, ein Feuer habe alle Akten vernichtet. Für August im Starken war es wichtig, weil er dann die Kandare angezogen hat. Er hat also in diesem Ständestaat, den er regiert hat, eigentlich gezeigt, dass er der Chef ist und dass er eben auch nicht gewillt ist, irgendwelche Missstände zu akzeptieren. Dass er der Herrscher war, zeigte der starke Mann aus Sachsen auch mit dem Zerbrechlichsten, das seine Zeit zu bieten hatte. Er sagte, er sei von der Maladie Porcelaine, dem Porzellanfieber, befallen. Gegen Vasen tauschte er sogar Soldaten. Wie Trophäen sammelte er die kostbarsten Stücke, die aus China nach Europa gelangten. Das war nicht nur Liebe zum Porzellan, sondern auch knallhartes Geschäft eines Monarchen. Er wollte damit andere Fürsten beeindrucken. Und mit der Menge dieses, man kann sagen, des Serai, des Porzellans, versuchte er auch eine Identifikation mit den ostasiatischen Herrschern. Er identifizierte sich mit dem chinesischen Kaiser, das ist ganz offensichtlich. Und er hatte selber Ambitionen, deutscher Kaiser zu werden. August sonnt sich in seinem Glanz. Nur seine Gattin, die fromme Betschwester, fürchtet um ihr Seelenheil. Sie weigert sich beharrlich, den König nach Polen zu begleiten. Es will dich doch keiner zwingen, den katholischen Glauben anzunehmen. Solange ihr mir nicht versichert, dass ich dort öffentlich meinen Gottesdienst abhalten kann, ziehe ich nicht in ein Land, in dem die Jesuiten herrschen. Der sächsische Filou löst das Problem auf seine Weise und nimmt sich eine polnische Staatsmätresse, Ursula Lubomirska. Sie verfügt über ausgezeichnete Kontakte zum polnischen Adel. Wenn es um die Wahl der Frau zur Linken geht, wie man die Mätresse des Königs nennt, haben auch die Minister ein Wort mitzureden. Und August findet Gefallen daran, als unwiderstehlich zu gelten. Der König und die Frau. In den Anfängen macht er stets ein großes Geheimnis um seine Liebschaften. Spielt den Romantiker. Aber er gibt es offen zu, in Liebesdingen nicht der Kühnste zu sein. Seine Verführungskunst ist eher zahm. Der Sultan von Sachsen bändelt zudem mit einer exotischen Schönheit namens Fatima an. Eine Türkin, die als Kriegsbeute nach Polen gekommen sein soll. Niemand weiß etwas Genaues. Doch die Empörung ist groß. An seinem Hof atme man nur Wollust. Venus und Bacchus seien die Modegötter. Er hat skandalöse Liebschaften. Aber jeder seiner Favoritinnen gibt er das Gefühl, die einzige zu sein. Der liebestolle König lässt sich auch noch auf ein Abenteuer mit Henriette Renard ein, eine polnische Wirtshaustochter. Sie wird schwanger. Doch sie behält die Besenkammer-Affäre 18 Jahre für sich.
In Wirklichkeit ist an seinen Amouren nicht der delikateste. Um es offen zu sagen, er bevorzugt Frauen, die schon durch andere Hände gegangen sind. Am Stammbaum des Königs sprießen neue Triebe. Mit Fatima zeugt August einen Sohn, noch ein Friedrich August. Und eine Tochter, Katharina, von der kein Bildnis überliefert ist. Seine polnische Favoritin, die er zur Reichsfürstin von Teschen ernennt, beglückt ihn mit einem Buben, Johann Georg, den er zum Ritter macht. Aus seiner Affäre mit Henriette Renard geht Anna Katharina hervor. Sie soll das hübscheste seiner Mädchen gewesen sein. Seine illegitime Lieblingstochter adelt August zur Gräfin. Der König steht zu seinem Kindersegen, so wie es sein großes Vorbild Ludwig XIV. Vorgemacht hat. August der Starke liebte Kinder. Er liebte auch die Idee der Nachkommenschaft und hat all die Kinder, die er gezeugt hat, die geboren wurden, auch legitimiert. Und hat sie gut ausbilden lassen und hat die Mädchen gut verheiratet. Er brauchte seine Kinder. Es waren auch eine Darstellung seiner Männlichkeit. August in heldenhafter Pose. Was ihm noch fehlt, sind die Lorbeeren siegreicher Schlachten. 1698 bietet sich ihm die Chance, auf die er gewartet hat. Peter der Große sucht militärische Unterstützung beim König von Polen. Der russische Zar will einen Angriffskrieg gegen Schweden führen und die Vorherrschaft über die Ostsee erringen. August ist ein Herrscher, der sich gern volkstümlich gibt, dabei stets bemüht, der Größte zu sein. Er lässt sich auf ein Kriegsabenteuer ein, das seinen Traum vom Ruhm auf dem Schlachtfeld in greifbare Nähe rückt. Das politische Kräftemessen gipfelt in ein Gelage, über das man sich viele Geschichten erzählt. Der sächsische Muskelmann verkraftet ohne Probleme 7 Flaschen Wein und bringt 120 Kilogramm auf die Waage. Nur in der Körpergröße unterliegt er dem hünenhaften Zar. Mit dem größten Vergnügen spielt August den Herkules, der so stark ist, dass er mit bloßen Händen Hufeisen verbiegen kann. Mit einem Überfall auf das schwedisch besetzte Livland tritt August an der Seite des Zaren in den Nordischen Krieg ein. Doch die schwedische Armee kontert mit einem Gegenschlag, marschiert in Polen ein und liefert sich heftige Gefechte mit den sächsischen Truppen. Noch ist Polen nicht verloren, doch der König gerät massiv unter Druck. Wir brauchen Geld, sonst verlieren wir Polen. August ruft sein Kabinett zur Krisensitzung zusammen. Der Krieg verschlingt Millionen. Es besteht die Gefahr einer Verschwörung gegen den König. Die Stände klagen unablässig darüber, dass das Volk die wachsenden Steuern nicht mehr tragen kann. Wieso senken wir nicht die direkten Steuern und erheben stattdessen versteckte Verbrauchsteuern? Räum. Eine großartige Idee. Somit könnten wir auch den Adel zur Kasse bitten. Die Einführung der Mehrwertsteuer, die auch die Reichen zahlen müssen, bringt dem Hasardeur auf dem Schlachtfeld immerhin Sympathien beim Volk ein. Seine Majestät ist in permanenter Geldnot. Viele halten ihn für geldgierig. Mancher glaubt, das Glück schon beim Schopfe zu packen, wenn er ihm neue Geldquellen eröffnet. Aber die Gewinnsucht ist nicht seine größte Leidenschaft. Statt mit dem Geld zu geizen, fordert er es nur, um immer neuen Lüsten zu frönen. Von militärischen Niederlagen lässt August sich nicht die Stimmung verderben. Die Legende erzählt, er habe in überschwänglicher Laune eine Mätressenwette abgeschlossen. Der König verlangt von seinen Ministern, dass sie ihm die Reize ihrer Gespielinnen schildern. Nur Holm, sein Finanzchef, behauptet gar keine zu haben, weil seine Ehefrau schön wie eine Göttin sei.
August wettet 1000 Taler, dass sie nicht an die Schönsten am Hof heranreicht. Anna Constantia von Hoym. Zur Gräfin Kosel wird August sie ernennen. Wie er tatsächlich auf die attraktive Gattin seines Finanzchefs aufmerksam wurde, ist ein Geheimnis. Sicher ist, dass der große Galant immer auf der Jagd war, nach den schönsten Frauen in seinem Reich. Bei Anna Constantia fängt er sofort Feuer. Ihre Ehe mit Ludwig Gebhard von Hoym ist längst in die Brüche gegangen. Und vermutlich hat man sie dem König gezielt zugeführt, um den Einfluss seiner polnischen Mätresse einzudämmen. So viel ist klar. August braucht in Dresden eine loyale Frau zur Linken. August will ihr sein Herz und sein Königreich zu Füßen legen. Wie keine andere Schönheit zieht Anna Constantia den großen Womanizer in ihren Bann. Doch bei der Grande Dame hat August kein leichtes Spiel. Sie ist eine Meisterin der Verführung und denkt nicht daran, sich dem verliebten Monarchen bei erster Gelegenheit hinzugeben. Die kluge Gattin des Finanzministers weiß ganz genau, was sie will. August redet von Liebe und ewiger Treue. Anna Constantia aber geht es um Geld und Sicherheiten. Sie verlangt einen Ehevertrag. Dass ich nie wieder eine andere Frau leben werde. Majestät, ich bin keine Mätresse. Sie können nicht von mir verlangen, dass ich meine Ehre aufs Spiel setze. Ich verlange von Ihnen, dass Sie mich heiraten werden. Falls die Kurfürstin stirbt. Dass Sie unsere Kinder legitimieren. Und vor allem verlange ich eins. Dass sie sich von der Fürstin Teschen trennen. Ich werde sie, Kraft meiner Unterschrift, zur Frau nehmen. Die Gräfin Kosel war schon eine Ausnahmeperson. Vielleicht war es die einzige richtige Mätresse, die er auch dann vorgeführt hat. Und in diesem Ehetraktat oder diesem Vertrag, den es dann gegeben hat, kommt schon sehr häufig das Geliebte vor und eben auch die Treue, die man sich halten möchte. Die schöne Gräfin beherrscht die Kunst, den königlichen Don Juan an sich zu fesseln. Zwar verzichtet er nicht auf Seitensprünge, aber er kehrt immer wieder zu ihr zurück. Der König verwöhnt sie in seinem Liebeswahn mit Juwelen, Palästen und einer jährlichen Apanage von 100.000 Talern. Er setzt ihre Scheidung durch, adelt sie zur Gräfin Kosel und unterschreibt den brisanten Ehevertrag. Aus der Liaison des Königs mit seiner großen Liebe, der Gräfin Kosel, gehen drei Kinder hervor, die von August legitimiert und reich versorgt werden. Auguste Constantia, Friederike Alexandra und der dritte Friedrich August. Auf dem Höhepunkt seiner Macht verwirklicht August seinen Traum von einem Florenz an der Elbe. Er gibt den Zwinger in Auftrag. Auf dem großen Platz zwischen den Galerien und Pavillons finden prunkvolle Feste statt. Und stets spielt August den Regisseur bei der Planung seiner Mega-Events. Barocker Luxus ist alles andere als unmoralisch. August handelte politisch weitsichtig, so sieht es der Direktor des Grünen Gewölbes, wenn er in den Glanz seiner Majestät investierte. Wenn man das Grüne Gewölbe sieht und gerade auch die Juwelenschätze sieht, dann glaubt man eigentlich, dass wir eigentlich nur Eitelkeit. Dabei war das, was Sie hier sehen, auch eine sehr durchdachte Finanzpolitik, auch eine Wirtschaftspolitik. Denn das, was unten an Juwelen lagen, das waren viele Millionen Taler, konnte im Notfall auch eingesetzt werden. In der Tat hatten gerade dieser Juwelenschmuck Sachsen in den Jahrhunderten das Leben gerettet, weil das eben eine beleihbare
auch von den Banken akzeptierte Materie war. Der Wert, den wir hier haben, der ist in Ziffern nicht zu fassen. Man kann eigentlich fast jede Milliardensumme ansetzen, die einem so einfällt. August will Sachsens Sonne sein. Doch seine militärischen Ambitionen drohen, das Land ins Verderben zu stürzen. 1706 marschieren schwedische Truppen nach Sachsen ein und besetzen das ganze Kurfürstentum. August verliert Polen, doch er gewinnt es zurück, als Peter der Große die Schweden besiegt. Sein Ehrgeiz und seine Sucht, die Bewunderung der ganzen Welt für sich zu erringen, führen manchmal dazu, dass er den Blick für Staatsgeschäfte von großer Tragweite verliert. Oft malt er sich den Ruhm lebhafter aus, als er dann tatsächlich ist. Die militärischen Abenteuer kommen August teuer zu stehen. Und er setzt auf Johann Friedrich Böttger, um Gold zu machen. Der Alchemist gibt vor, eine Tinktur zu besitzen, mit der das Experiment gelingen könnte. Ich gebe euch 10.000 Goldtaler. Ich kann den Tag nicht erwarten, an dem ihr mir 100.000 zurückbringt. Der König will Gold machen, um sich alle Schätze der Welt kaufen zu können. Ausgerechnet er. Der sonst über einen so scharfen Verstand verfügt und grenzenlos misstrauisch ist. Die Leute, die ihm Geld verschaffen, sind oft weniger in seiner Gunst, als sie sich je haben träumen lassen. Die Gunst des Königs erlangt nur, wer seinen Ehrgeiz und seine Begierden befriedigt. Dem Goldmacher gelingt tatsächlich ein großer Coup. Für den König, der vom Porzellanfieber befallen ist, findet er die Rezeptur, um Gefäße aus dem heiß begehrten Material zu erschaffen. Wenig später wird in Meißen die erste europäische Porzellanmanufaktur gegründet. Die ersten Stücke, die bis heute im Zwinger aufbewahrt werden, waren aus rotem Böttgersteinzeug. Erst einige Jahre später konnte der Alchemist die Rezeptur so weit verfeinern, dass er auch weißes Gold herstellen konnte. Er wollte mit der Porzellanmanufaktur Geld verdienen, was er nun mit dem Gold nicht konnte, mit der Vermehrung des Goldes. Und auf der anderen Seite wollte er sicher sein Porzellanschloss mit Meißner Porzellan ausstatten, und das ist ihm ja auch gelungen. In der Manufaktur in Meißen entsteht bis heute Porzellan in filigraner Handarbeit. Manches Modell fand schon zu Augusts Zeiten reißenden Absatz auf der Leipziger Messe. An allen europäischen Fürstenhöfen war das weiße Gold gefragt. Und bald wurde das sächsische Porzellan sogar nach China exportiert. August ließ seine Lieblingsstücke aus der ostasiatischen Sammlung kopieren und der europäischen Mode anpassen. Der rote Hofdrache war das Dekor des Königs und das erlesene Geschirr seiner prunkvollen Tafel vorbehalten. August der Starke besaß die größte Porzellansammlung der Welt, kann man sagen, der westlichen Welt sowieso. Und diese Sammlung umfasste ungefähr 35.000 Stücke. Also wer da nicht auf die Knie fällt, der ist einfach nicht zu beeindrucken. Es ist unglaublich, was August der Starke zusammengetragen hat. Friedrich August, der Erstgeborene des Königs. August will, dass sein Sohn in seine Fußstapfen tritt und die polnische Krone erbt. Doch über das Seelenheil des Prinzen wacht die fromme Christiane Eberhardine, die ihn streng protestantisch erzieht. Kommt einmal her zu mir. Sag mir doch mal, Friedrich August, wie lautet das zweite Gebot? Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnütz gebrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Sehr gut. Und was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, lügen oder trügen. Der König will die Fesseln durchschlagen. Sein eigener Traum von der Macht soll im Leben und Schicksal des Prinzen die Fortsetzung finden.
Friedrich August hat das Zeug zum großen Herrscher und soll nach den Vorstellungen seines Vaters erst einmal katholisch werden. Der geplante Glaubenswechsel ist auch für die Staatsmätresse ein Politikum. Sie wagt den Versuch, Flemming auf ihre Seite zu ziehen. Ihr Ziel ist es, August an sich und an Dresden zu binden und ihre Machtposition zu festigen. Doch gerade Flemming ist ihr größter Rivale im Kampf um die Gunst des Königs. August wird sein Gesicht in Dresden verlieren, wenn er seinen Sohn zum Konfessionswechsel zwingt. Ich appelliere an ihr Gewissen, dem ebenso energisch wie ich entgegenzutreten. Ich bin nicht für das Gewissen zuständig, Madame, ich bin Staatsminister. Was Sie von mir verlangen, grenzt am Hochverrat. Lassen Sie uns dieses törichte Gespräch beenden. Der polnische Adel wäre närrisch, noch einen Sachsen zum König zu wählen. Für den Politprofi ist das Ende der Staatsmätresse besiegelt. Flemming schätzt ihre Klugheit, doch wenn es um die Macht geht, hat der König das alleinige Sagen. Ihr wisst, mein Sohn, dass ihr meine einzige Hoffnung seid. Ja. Es ist mein Wille, dass ihr den katholischen Glauben annehmt. Es genügt, wenn ihr begreift, dass euer Heil es fordert. Gott es befiehlt und euer Vater, der König, es mit Leidenschaft wünscht. Anna Constantia von Kosel glaubt immer noch, die Alleinherrscherin im Bett des Königs zu sein. Doch ihr Liebhaber vertreibt sich die Zeit wieder mit ihrer polnischen Rivalin. Die Gräfin versucht, ihre Position als Staatsmätresse zu behaupten, erinnert den König an sein Eheversprechen und pocht auf ihre Rechte. August reagiert auf die Forderungen seiner Favoritin, pikiert. Er hört auf Flemming, der ihn vor den politischen Ambitionen der Kosel warnt. Aber um auf die Kosel zurückzukommen, ich rate Ihnen, Majestät, ihr goldene Brücken zu bauen. Ich werde Sie großzügig entschädigen, aber nur unter einer Bedingung. Sie muss mir den Ehevertrag zurückgeben. Sie verlangt eine Abfindung von 200.000 Talern und verweigert jede Gegenleistung. Sie erklärt rundheraus, dass sie sich von den Herren Geheimräten nicht für dumm verkaufen lässt. Was ist mit dem Ehevertrag? Sie wird ihre wirksamste Waffe niemals freiwillig ausliefern. Wenn man fortfahre, sie unwürdig zu behandeln, dann könne sie zur Schwätzerin werden. Oh. Sie droht mit Verrat. Abgefangene Briefe der eigenwilligen Gräfin dokumentieren, dass sie wie eine Staatsfeindin behandelt wurde. Als am Liebesaus mit dem König kein Zweifel mehr bestand, flüchtete sie nach Berlin. Doch es gibt keine Indizien dafür, dass sie tatsächlich geheimes Wissen an den preußischen König verkaufen wollte. Der größte Feind der Kosel war die Kosel selbst. Das war ihr Selbstbewusstsein, ihr Versuch, sich einzubringen, auch politisch und einzubringen. Und das hat August der Starke nicht akzeptiert. Er war der König, er wollte die Politik machen und hat niemanden da hineinreden lassen. Und dann brauchte es noch kleinere Intrigen von Seiten Flemmings beispielsweise. Dann brauchte es die eine oder andere schöne Polin, die August der Starke gesehen hat. Und damit war die Zeit der Kosel zu Ende. Als sie vom Preußenkönig nach Dresden ausgeliefert wird, lässt August sie gefangen nehmen. Fast 50 Jahre lebt sie in einer Festung, bis zu ihrem Tod. In das Leben des Königs treten noch drei Favoritinnen. Als Playboy auf dem Sachsenthron, der Nacht für Nacht eine andere in sein Bett befahl, lebt er bis heute fort. Doch was ist Wahrheit? Was ist Legende? Wie reich war der Kindersegen des sächsischen Stammvaters tatsächlich? Neben dem Thronfolger, den er mit Christiane Eberhardine zeugte, hatte er 8 Kinder mit seinen Mätressen und Geliebten,
die er allesamt legitimierte. Ob noch der eine oder andere Seitensprung mit Nachwuchs gesegnet war, wer will das wissen? Also wir wissen das nicht genau, wie viele Kinder er wirklich hatte mit seinen verschiedenen Mätressen. Aber eins dürfte klar sein, die Zahl 354, das ist gewissermaßen symbolisch oder literarisch gemeint. Und die Markgräfin von Bayreuth, die das gesagt hat, also die Schwester Friedrichs des Großen, wollte damit schlicht zum Ausdruck bringen, er hat tagtäglich nichts anderes gemacht, als Kinder in die Welt zu setzen. August der Starke hat das 50. Lebensjahr überschritten, als sein Feuer für die Reize der Frauen erlischt. Seine Leidenschaft für das Schöne aber brennt weiter. In einem Musentempel, der in der ganzen Welt einmalig ist. Der König öffnet seine Schatzkammer für das Volk. Jeder soll sich vom unerschöpflichen Reichtum seines Sonnenstaates überzeugen. Wer das Staunen verlernt hat, der lernt es hier wieder, schwärmte der Schriftsteller Gerhard Hauptmann. Das Auge sieht sich nimmer satt, sagt Salomo in seinen Sprüchen. Ach, dass er Dresden nicht gesehen hat. Hier, an dem königlichen Schatz, sieht sich das Auge völlig satt. So lautet ein Gedicht. Ich bin sicher, dass das grüne Gewölbe sehr stark dazu beigetragen hat, vielleicht sogar das Wichtigste ist, was August dem Starken zur Legende gemacht hat. August der Starke als der Schöpfer dieses grünen Gewölbes hat dadurch schon eine monumenthafte Persönlichkeit entwickelt. Also das ist schon etwas wie ein Mythos geworden. Und er ist ja auch derjenige, der hier im grünen Gewölbe immer noch mit seinem Geist tätig ist. Das ist etwas, was aus ihm heraus entstanden ist und was er uns überliefert. Und das ist ein wahrer, auch ideeller Schatz. August der Starke stirbt im Jahr 1733 an den Folgen von Diabetes. Er träumte, lebte und feierte die schillernden Ideen des Absolutismus. Ganz verwirklichen konnte er sie nie. Seine letzte Ruhestätte fand der König in Polen. Sein Herz aber kehrte in einer silbernen Kapsel nach Dresden zurück. Dass es wieder zu schlagen beginnt, wenn ein hübsches Mädchen vorübergeht, ist ein schönes Märchen. August der Starke. Als Kurfürst von Dresden herrscht er wie ein Sonnenkönig. Er besitzt Schätze wie aus Tausend und einer Nacht. Millionenteure Figuren, mit denen er spielt, der mächtigste Mann der Welt zu sein. Ein geheimes Kabinett, das nur aus Männern meines Vertrauens besteht, wird zukünftig alle politischen Entscheidungen treffen. Mit politischer Raffinesse erringt er fast unumschränkte Macht. Der Mann an der Spitze seines Kabinetts, Graf Fleming, hat ein messerscharfes Profil seiner Persönlichkeit hinterlassen. Welche Machenschaften enthüllen die Akten in den Archiven? Sein Liebesleben sorgt für Gerüchte, die in ganz Europa kursieren. Er hat skandalöse Liebschaften. Mit seinen vielen Mätressen soll der sächsische Sultan 354 Kinder gezeugt haben. Märchenkönig oder Machtpolitiker? Wer war er wirklich?
Friedrich August ist ein Kind mit hochfliegenden Plänen. Der Fürstensohn, der gern über die Stränge schlägt, will sein Glück mit dem Degen suchen und in prachtvollen Palästen leben. Doch das alles existiert nur in seiner blühenden Fantasie. Als Zweitgeborener hat er keine Aussicht auf den Thron des Kurfürsten von Sachsen. Der Zufall will es, dass er nach dem Tod seines Bruders an die Macht gelangt. Friedrich August I., genannt der Starke. Ein Herrscher, den die Kraft der Imagination zum grandiosen Regisseur des eigenen Lebens macht. Auf seiner Kavalierstour ist er in die glanzvolle Welt der europäischen Fürstenhöfe eingetaucht. Venedig, Versailles, warum nicht in Dresden, wie Gott in Frankreich leben? August inthronisiert sich als Sonnenkönig. Sachsen ist nur ein kleines deutsches Kurfürstentum. August will es zum Zentrum eines Königreichs wie Frankreich machen, wo sein großes Idol Ludwig XIV. Mit absoluter Macht regiert. Auf dem Weg zur Alleinherrschaft setzt der Kurfürst auf einen mit allen Wassern gewaschenen Politiker. Graf Jakob Heinrich von Flemming zieht diskret die Fäden und wird sein Regierungschef. Ein geheimes Kabinett, das nur aus Männern meines Vertrauens besteht, wird zukünftig alle politischen Entscheidungen treffen. Meine Befehle werden widerspruchslos ausgeführt. Als August in Sachsen ans Ruder kommt, haben die Stände das Sagen. Mit kühner Gelassenheit und mit knallhartem Kalkül setzt der Kurfürst seine Gegner matt. Was waren die entscheidenden Schachzüge, mit denen er im Team mit Flemming, seiner grauen Eminenz, zu fast absoluter Macht gelangte? Das Husarenstück gelingt. Der sächsische Glücksritter besteigt 1697 als August II. Den polnischen Thron. Doch er führt nur ein Schattendasein in dem Magnatenreich. In Warschau ist fast nichts von seiner Herrschaft erhalten geblieben. In Dresden aber widmet sich der König mit größter Hingabe der Selbstinszenierung. Um der Welt seine Majestät vor Augen zu führen, schmückt er sich mit einer Schatzkammer wie aus Tausend und einer Nacht. Bernstein, Bergkristall, Gold, alles findet seinen eigenen Raum im grünen Gewölbe, benannt nach den malachitgrünen Säulen im Preziosensaal. Das grüne Gewölbe hier in Dresden ist schon ein zauberhafter Ort. Eigentlich ein magischer Ort, kann man schon sagen, denn hier können Sie eine Zeitreise machen. Hier können Sie in das barocke Europa zurückkehren, an einen Hof voller Ambitionen und voller Visionen. Sie werden hier wieder zurückgeführt in die Gedankenwelt August des Starken. Der Hofstaat zu Delhi am Geburtstag des Großmoguls Aurangzeb. Spielzeug für den König von unermesslichem Wert. Mit Figuren, die er wie ein Kind in seine Hände nahm. Es sind vielleicht die persönlichsten Gegenstände, die es von einem Barockherrscher gibt. Das Meisterwerk des königlichen Juweliers Dinglinger erzählt von einem indischen Märchenkönig, dem die Untertanen kostbare Geschenke darbringen. Eine Fantasiewelt von unumschränkter Macht, wie August sie sich erträumte. Er war nie der mächtigste Mann, der er sein wollte, aber er hatte den Hof dieses mächtigsten Mannes, mit dem er dann auch spielen konnte. Das, was Sie hier sehen, ist schon so etwas wie ein Traumreich, kann man sagen, für August den Starken, in dem er sich zum großen Teil auch selbst wiedergefunden hat und in dem er aber auch das verwirklichte, was er von Majestät, von Größe für sich selbst erwartete. Für seine hochfliegenden Pläne als Kurfürst und König braucht August Geld und uneingeschränkte Macht. Zur Stärkung seiner Finanzkraft beschließt er mit seinem Kabinett die Generalrevision des Steuersystems in Sachsen. Noch regiert August alles andere als absolut. Ausgerechnet die Erhebung der Steuern ist Sache der Stände.
Ihre Macht will der Kurfürst brechen. Was schätzen Sie, Holm? Wie viel geht uns durch die Korruption verloren? Wir haben keine genauen Zahlen. In etwa? Ich gehe davon aus, dass uns etwa 40% an die Stände verloren gehen. Schicken Sie jedem einzelnen Ständevertreter die Steuerprüfer ins Haus. Ich verspreche Ihnen, Majestät, dass Sie einen Skandal von ungeheurem Ausmaß aufdecken werden. Im Hauptstaatsarchiv in Dresden sind detaillierte Berichte der Steuerprüfer erhalten geblieben. Sie offenbaren die Korruption, in die viele Beamte verstrickt waren. Der Vorsitzende der Ständeversammlung hatte 30.000 Taler unterschlagen und gab vor, das Geld für Präsente ausgegeben zu haben. Die Generalrevision, so war der zeitgenössische Begriff, ist in der Tat sowas, was man heute als Steuerfahndung bezeichnen würde. Um nicht zu sagen, eine Razzia der Finanzbehörden, der Finanzkontrolle. Eigenmächtige Gehaltserhöhungen waren ebenso gang und gäbe wie Betrug mit doppelter Buchführung und gefälschten Belegen. Mancher Steuersünder versuchte sich. Das Liebesleben des Kurfürsten inspirierte die Fantasie seiner Zeitgenossen über alle Maßen. 354 Kinder soll der sächsische Casanova mit seinen Mätressen gezeugt haben. Seine Lendenkraft scheint phänomenal. Seine Ehe mit Christiane Eberhardine ist mit einem strammen Thronfolger gesegnet. Er heißt Friedrich August, wie sein stolzer Vater. Die erste Favoritin, Aurora von Königsmark, schenkt einem Wunderkind das Leben. Moritz von Sachsen, aus ihm wird ein berühmter Feldherr werden. Glaubt man der Legende, so könnte halb Sachsen von August dem Starken abstammen. Wie viele Kinder hatte er wirklich, der sächsische Herkules? Die Thronfolge ist gesichert. Jetzt will August die polnische Königskrone. Der Übertritt zur katholischen Konfession ist für den Kurfürsten nicht mehr als ein Geschäft. Es garantiert ihm die Krone und die Aussicht auf königlichen Glanz. Im Juni 1697 sagt er sich von der Lehre Luthers los und legt in aller Heimlichkeit das katholische Glaubensbekenntnis ab. Unter einer Bedingung. Sollte der polnische Adel sich wider Erwarten für einen anderen Kandidaten entscheiden, wird der Religionswechsel für null und nichtig erklärt. August sagt, man habe die Religion gewechselt. Ich würde es zugeben, wenn ich wüsste, dass er zuvor eine gehabt hätte. August ist in religiösen Fragen sehr tolerant. Nicht aus Überzeugung, sondern aus Gleichgültigkeit. Er hatte noch gar keine Religion, als er zur römischen Kirche übertrat. Er nahm nur eine an. August, der angeblich durch bloßen Augenschein bestimmen kann, wie viel Karat ein Diamant hat, verpfändet Juwelen bei den Jesuiten. Um Geld für den Kauf der Krone zu beschaffen, veräußert er sogar Landesteile. Der finanzstarke Orden unterstützt ihn mit großen Krediten, um mehr Einfluss in Sachsen zu gewinnen. Fleming reist als Königsmacher nach Warschau, um mit den polnischen Magnaten zu verhandeln. Die schwerreichen Edelleute besetzen alle politischen Schlüsselpositionen und entscheiden über die Wahl des Königs. Fleming sieht nur einen Weg, wie August die Krone erringen kann: Geld. Auf Mikrofilm archivierte Akten geben Auskunft darüber, was August dem Starken sein polnisches Abenteuer wert war. Was heute als Bestechung angesehen wird, war für die Barockherrscher eine politische Selbstverständlichkeit. Jeden einzelnen Posten hat Fleming festgehalten. Das Entscheidende war sicherlich das Umwerben der Wählerstimmen mit Geld. Es sind große Zahlungen, Geldzahlungen geflossen. August hat dafür ganze Ämter verpfänden müssen. Er hat Erbansprüche verkauft für Hunderttausende von Talern. Und das Geld ist an die
polnischen Adligen, die den König gewählt haben, geflossen. Geld und Gold waren der Preis für politische Gefolgschaft und Wählerstimmen. Um großzügige Geschenke zu verteilen, reiste August auch selbst nach Polen. Die Summe beläuft sich auf rund 4 Millionen Taler. Enorm viel Geld in einer Zeit, in der Handwerker nicht mehr als 25 Taler im Jahr verdienten. Die Recherche beginnt im sächsischen Hauptstaatsarchiv in Dresden. Zwei Historiker sind auf der Suche nach Dokumenten, die private wie politische Intrigen des Kurfürsten enthüllen. Ein biografisches Juwel ist ein Porträt aus der Feder des Grafen Flemming. Mit viel Suffisanz hat er August den Starken beschrieben. Die Charakterskizze von Flemming ist eine sehr persönliche Darstellung eines Menschen, der als Beobachter August der Starken neben ihm stand. Und zwar auf einem sehr hohen Stand sozusagen, also fast schon gleich auf mit ihm, einer der bedeutendsten Minister gewesen ist und den einschätzt. Und zwar so, wie man einen Chef charakterisiert, dem man über Jahrzehnte dient, auch durchaus liebevoll, aber auch ein bisschen kritisch anschaut. Flemming schrieb solche Psychogramme, um seine Menschenkenntnis zu schulen, auf die er bei politischen Entscheidungen vertraute. Seine Majestät hat einen Hang, nennen wir es ruhig beim Namen, zur Phantasterei. Er neigt eben dazu, die schönen Seiten der Geschichte für wahre Geschichte zu halten. Das ist der Grund, weshalb es so viel Romanhaftes gibt in seinem Tun. Kaum im Amt schmiedet der sächsische Parvenu einen kühnen Plan. Sein Augenmerk richtet sich auf Polen. Nach dem Tod des polnischen Königs ist er vom Ehrgeiz besessen, sich die Krone zu kaufen. Die heikle Mission des Königsmachers vertraut er Flemming an. Wenn August den polnischen Thron besteigen will, muss er zum katholischen Glauben übertreten. Ein Unternehmen, das politischen Sprengstoff birgt. Sachsen ist die Hochburg des Protestantismus. Doch August spielt die Sache herunter. Gott regiert im Himmel, Flemming. Auf Erden können wir Fürsten tun, was wir wollen. Die Sache ist hochbrisant, Majestät. Ich halte es für möglich, dass es zu Ausschreitungen kommt. Und dem protestantischen Ausland wird das auch nicht gefallen. Vor allem meiner strenggläubigen Gemahlin wird das nicht gefallen. Sachsen ist das Land Martin Luthers. Und im Dresdner Schloss geht es streng protestantisch zu. August ist mit Christiane Eberhardine von Brandenburg-Bayreuth verheiratet. Die Betsäule Sachsens, wie man sie nennt. Wenn es um die Religion geht, kennt sie kein Pardon. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra. Und sein Weib sah hinter sich und ward zur Salzsäule. Lust und Liebe sucht der Kurfürst woanders. Mätressen gehören zu seinem Image als Sonnenkönig. Doch Dresden ist nicht Versailles und am Hof entstehen die tollsten Gerüchte. Der König unterhält einen Serail der schönsten Frauen seines Landes, kolportiert eine klatschsüchtige Prinzessin. Mit der Geburt des Kurprinzen kommt die sittsame Gattin der Favoritin um Haaresbreite zuvor. Auch die schöne Gespielin ist guter Hoffnung. Man hat so lange gesagt, er bekomme keine Kinder, kommentiert der Hofklatsch. Und dann setzt er auf einmal zwei Söhne daher. Mit dem Vorwand zu retten, ein Feuer habe alle Akten vernichtet. Für August dem Starken war es wichtig, weil er dann die Kandare angezogen hat. Er hat also in diesem Ständestaat, den er regiert hat, eigentlich gezeigt, dass er der Chef ist und dass er eben auch nicht gewillt ist, irgendwelche
Missstände zu akzeptieren. Dass er der Herrscher war, zeigte der starke Mann aus Sachsen auch mit dem Zerbrechlichsten, das seine Zeit zu bieten hatte. Er sagte, er sei von der Maladie Porcelaine, dem Porzellanfieber, befallen. Gegen Vasen tauschte er sogar Soldaten. Wie Trophäen sammelte er die kostbarsten Stücke, die aus China nach Europa gelangten. Das war nicht nur Liebe zum Porzellan, sondern auch knallhartes Geschäft eines Monarchen. Er wollte damit andere Fürsten beeindrucken. Und mit der Menge dieses, man kann sagen, des Serai, des Porzellans, versuchte er auch eine Identifikation mit den ostasiatischen Herrschern. Er identifizierte sich mit dem chinesischen Kaiser, das ist ganz offensichtlich. Und er hatte selber Ambitionen, deutscher Kaiser zu werden. August sonnt sich in seinem Glanz. Nur seine Gattin, die fromme Betschwester, fürchtet um ihr Seelenheil. Sie weigert sich beharrlich, den König nach Polen zu begleiten. Es will dich doch keiner zwingen, den katholischen Glauben anzunehmen. Solange ihr mir nicht versichert, dass ich dort öffentlich meinen Gottesdienst abhalten kann, ziehe ich nicht in ein Land, in dem die Jesuiten herrschen. Der sächsische Filou löst das Problem auf seine Weise und nimmt sich eine polnische Staatsmätresse, Ursula Lubomirska. Sie verfügt über ausgezeichnete Kontakte zum polnischen Adel. Wenn es um die Wahl der Frau zur Linken geht, wie man die Mätresse des Königs nennt, haben auch die Minister ein Wort mitzureden. Und August findet Gefallen daran, als unwiderstehlich zu gelten. Der König und die Frau. In den Anfängen macht er stets ein großes Geheimnis um seine Liebschaften. Spielt den Romantiker. Aber er gibt es offen zu, in Liebesdingen nicht der Kühnste zu sein. Seine Verführungskunst ist eher zahm. Der Sultan von Sachsen bändelt zudem mit einer exotischen Schönheit namens Fatima an. Eine Türkin, die als Kriegsbeute nach Polen gekommen sein soll. Niemand weiß etwas Genaues. Doch die Empörung ist groß. An seinem Hof atme man nur Wollust. Venus und Bacchus seien die Modegötter. Er hat skandalöse Liebschaften. Aber jeder seiner Favoritinnen gibt er das Gefühl, die einzige zu sein. Der liebestolle König lässt sich auch noch auf ein Abenteuer mit Henriette Renard ein, eine polnische Wirtshaustochter. Sie wird schwanger, doch sie behält die Besenkammer-Affäre 18 Jahre für sich. In Wirklichkeit ist denn sein Amouren nicht der delikateste. Um es offen zu sagen, er bevorzugt Frauen, die schon durch andere Hände gegangen sind. Am Stammbaum des Königs sprießen neue Triebe. Mit Fatima zeugt August einen Sohn, noch